So können Ostereier auch aussehen. Oder so. Oder so. Beim Eierkunstmarkt Ova Burana Artistica im Kloster Benediktbeuern zeigen 48 Aussteller heuer ihre besten Kreationen und ihr Können. Werner Dolp hat sich auf Vogelmotive in Aquarelltechnik spezialisiert. Vor allem die heimischen Arten haben es ihm angetan. Gerade arbeitet er an einem Stieglitz. Nicht hetzen, sondern in Ruhe. Das sind immer mehrere Schichten übereinander gemalt. Und dann gibt es mit der Zeit dieses Gefieder, diese Tiefe vom Gefieder. Und das ist eigentlich die Haupteigenschaft, würde ich sagen. Nicht nur bei Werner Dolp kommen so viele Stunden Handarbeit pro Ei zusammen. Herbert Kober fräst mit einem Zahnarztbohrer kunstvolle Muster. Dazu braucht er viel Geduld und ein gutes Augenmaß. Das kann bis zu 6 Wochen dauern, bis sowas fertig ist. Eine jahrtausendealte Tradition zeigt Olga Hallaburda. Bei der sogenannten Wachsbatiktechnik deckt sie die Flächen, die nicht eingefärbt werden sollen, mit flüssigem Wachs ab. Und am Schluss wird es dann an die Kerze geschmolzen. Und dann kommt das Muster raus. Ihre Motive sind typische österliche Muster aus ihrer Heimat, der Ukraine, Blumen oder auch Kreuze. Auch Josefine Rauscher arbeitet mit Wachs, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist eine Wachsschnurtechnik, die kommt aus der Salzburger Gegend, wo früher in Klöstern ist das verarbeitet worden. Das ist Wachsschnur, das ist ein dünner Docht, aber erst modelliere ich die Grundplatte, die wird aufpoliert, dann wird ausgeschnitten, gewickelt und dann wird alles per Hand modelliert, Stück für Stück, jedes Blatt für Blatt. Sehr schöner Markt. Ich finde es sehr faszinierend, also mit den ganzen unterschiedlich bemalten Eiern. Ich finde es schön, abwechslungsreich, da haben wir große Auswahl. Ist sehr gut gemacht. Allein der Kreuzgang hat eine Atmosphäre, das ist unglaublich. Ich bin öfters hier. Es ist künstlerisch total anspruchsvoll, wirklich schöne Sachen. Man sieht die Mühe der Leute, man sieht ja, die Liebe, die Leute da reinstecken und auch die Handwerkskunst, die da drin steckt. Also ich finde es toll. Ova Burana Artistica. Seit 20 Jahren ist der Eierkunstmarkt eine feste Institution im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern. Längst nicht nur für Kunstbegeisterte.